So, Leute, willkommen zurück. Die Begrüßung hat sich seit ewigen Zeiten nicht geändert. Ja, das reale Leben hat mich mal wieder eingeholt gehabt. Deswegen kam da jetzt dann doch ein paar Tage mal wieder nichts, ne? Sorry dafür. Gut, wir müssen uns nun mit der fernen Oase rumschlagen. Die ferne Oase ist, ja, bei mir persönlich ein bisschen verhasst dafür, dass es einen bestimmten Gegnertypen geht, so nachher gibt. Gut, das, was da gerade erledigt wird, sind die untoten Aasfresser, die wir schon mal hatten. Die hatte ich, glaube ich, in einem anderen Teil, in einer anderen Episode schon mal erläutert. Müsst ihr mal ein Stückchen früher gucken, falls ihr das nicht mehr wisst. Wir werden aber treffen auf den Black Raptor. Das sind so diese Blutfalken, die Viecher, die aus diesen komischen Nestern rausploppen, was irgendwie so ein bisschen eklig aussieht, aber das jetzt mal dahingestellt. 166 bis 374 Lebenspunkte. 80% Giftresistenz auf Albtraum. Und sie haben die Chance, Giftschaden zu verursachen. So, hier haben wir die Stichlinge. Die Itchies. Itchy und Scratchy, bekannt aus, einer berühmten Fernsehserie. Die Itchies haben 166 bis 332 Leben, 70% physische Resistenz und sind auf Level 45. Ja, sie haben die unfreundliche Eigenschaft, da eben, ja, Ausdauer abzusaugen. So, was wir eben gekillt haben, meine Herren, ich glaube, ich sollte da irgendwie mir wieder was anderes überlegen. Das war Sandmaggot, Sandwurm. Mit 915 bis 1248 Lebenspunkte. Level 45. Und sie haben die Eigenschaft, Eier zu legen. Die Eier, die wir hier sehen, Sandwurmei, hat 499 bis 65 Lebenspunkte. Level 45 und keine besondere Eigenschaft, außer dass dann irgendwann einfach die Viecher daraus ploppen. Ah, so siehst du aus mit dem Kettenblitz. Danke fürs Einsammeln. Na komm, weg damit, weg damit, weg damit. Immer diese merkwürdigen Viecher. Das ist stark. Ja, wie ihr seht, ich habe natürlich auch ein Stückchen schon mal vorgespielt, dass wir nicht den ganzen Weg wieder laufen müssen, deswegen auch hier ein bisschen weniger Lebenspunkte. Einmal noch nachschreien. Dann werden wir noch auf die Sandwurmjungen treffen. Die haben 166 bis 374 Lebenspunkte, sind auch auf Level 45. Das sind die Viecher, die aus den Eiern da rauskommen. Und verursachen Giftschaden. Oh, der hat sich wieder in die Erde verkrochen. Außerdem haben sie die unfreundliche Eigenschaft, den Spieler einzukesseln, was bei... Ja, ich sag mal, 4 bis 5 dann doch unter anderem ein wenig kritisch enden kann. So, Regenerationstränke nehmen wir auf jeden Fall alle mal mit. Nein, 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 so. Ich kann nicht. Ach komm, erzähl doch nix. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Himmel. Ja, da bleibt natürlich nicht viel übrig, als mal kurz nach draußen zu gehen. So, was haben wir denn noch übrig? Das ungünstigerweise jetzt nachträglich nochmal. Bleibt ein Weilchen und hör zu. Black Raptor Nest. Das sind eben von diesen kleinen Blutkrähen, Blutfalken, Viechern, Gedöns, diese flatternden Teile da. Diese Nester, die Viecher ausspucken. Die haben 3744 bis 4784 Lebenspunkte. Ist schon ein bisschen eine Hausnummer. Also mit den Viechern könnte man durchaus doch ein paar kleine Problemchen kriegen. Jetzt bin ich mal kurz hier ein wenig durch die Gegend räumen, dass wir den nächsten großen Pott kriegen. Und übrigens, ja, ich habe die Nachricht bekommen, die man mir geschickt hat, bezüglich der eigenen Waffen, die man erstellen kann.
Allerdings kam ich noch nicht dazu, mich da irgendwie ansatzweise mal damit auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, die Aufnahme hier ist ja auch mehr direkt aus dem Nichts heraus. Und momentan ist echt ein wenig doch hier die Hölle und so entbrannt. Also Diablo steht bei mir auch direkt vor der Haustür. Gut, hat den Vorteil, mit seinem Feuerchen, das er da rasch speit, kann man ein paar Bratwürstchen direkt grillen. Ja, also ich meine, die Hölle muss nicht nur Nachteile haben, ne? So, saugt Ausdauer ab, steht sogar dran. Und die Viecher sind echt alles andere als nett. Also, wenn die einen umzingeln, ist da auch kein großer Spaß mehr dabei. So, und hier die ganze Sandwurm-Jung. Ach du lieber Gott, da kommen sogar vier Stück raus mittlerweile. Also aus einem Ei kommen vier Stück raus, das ist einiges. So, und wir haben noch den Death Beetle. Den Todeskäfer. Mit einer Falle. Ach, saufig. Der Death Beetle hat 582 bis 915 Lebenspunkte. Level 45, soweit keine Resistenzen. Hat auf Hölle dann eben 100% Blitzresistenz. Ja, Chance Giftschaden und Blitzschaden zu verursachen. Also beides gleichermaßen. Und sie heilen sich 50% schneller als andere Monster. Aber inwiefern das jetzt mit dem Heilen zutrifft, da kann ich keine genaue Aussage dazu machen. Das ist mir so noch nicht direkt aufgefallen, dass die sich heilen. Davon schlucken wir mal ein. So, dann gibt es hier, glaube ich, noch irgendwo einen Wegpunkt. So, Sandwurm. Du legst mir kein Ei. Und da ist ein Ei aufgeplatzt. Da kamen sogar fünf Stück raus. Wird immer besser. Sieht ein bisschen eklig aus, wenn die da aufplatzen. Was haben wir denn hier hinten? Hier ist nichts mehr. Ach da. Ach ja, ein Traum. Hey, Alter, produzier mich nicht, Junge! Dämliche Mistviecher, produzier mich nicht, Mann. Hier haben wir noch ein paar Aasfresser. Jo, lasst mal ein paar Federn. Ich brauche ein neues Kissen. Stichlinge kann man jetzt in dem Sinne wahrscheinlich auch ein bisschen falsch verstehen. Ach, hier kann man ja eiskalt draufhalten auf die Viecher. Das vergesse ich immer wieder. Da muss ich gar nicht die ganze Zeit die Maustaste drücken und klicken wie ein Irrer. Wahrscheinlich wird es mir meine Maustaste, mein Linker, auch danken, dass ich da nicht die ganze Zeit am Rumklicken bin. Gibt's. Nee, da hinten war das alles. Mir ist aber gar nicht der Wegpunkt über den Weg gerannt. Ha, der Wegpunkt über den Weg gerannt. Hey, flacher Witz. Sandwurm. Ja, also ihr seht, die spucken auch schon so grünes Zeug. Der Blutwurm kalt irgendwas gedönst. Den werden wir ja auch noch treffen. Das ist ja das Viech, was den Stab. Ja, ich glaube, der Stab war das. Was den Stab bewacht. Sandwurm, ja, okay, nehmen wir mit. Wow! Mein lieber Gesangsverein. Ja. Wie war das mit Hitchcocks Die Fliege? Oder war das nicht von Hitchcock? Ach nee, bei Hitchcock waren die Vögel. Ach nee, die Vögel. Die Vögel mal wieder was anderes. Ja, das ist ja hier ab 16, ne? Also darunter sollte man ja das durchaus nicht schauen und entsprechend kann man ja auch dann doch mal so ein paar zweideutige Sachen bringen. Starker Mana-Trank. Nehmen wir gerne mit. Kann man immer mal gebrauchen. Zumal mir momentan irgendwie. Ja, Kerle. Bleibst du jetzt mal hier? Ach, dann flieg doch. Flieg doch nach Süden. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Oha, der Ich bin Rasenmäher. überladen. Der Rasenmäher rollt ab. Nee. Aber die sind doch relativ schnell geplättet, muss ich sagen. Wundert mich ein bisschen. Ja gut, okay, wir machen auch doch schon ein bisschen Schaden, zumal die Rüstung ja durch unser Schwertchen ignoriert wird. Was ist denn hier noch? Achso, nichts. Ja, gut. Dann nicht. Oh, Gold, 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 Gold. Kann man in dem Spiel hier nie genug haben? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja.
Inventarplätze kann man in dem Spiel hier eigentlich auch nicht genug haben. Und wir sind frisch auf den Osterinseln angekommen. Ach nee, die hatten ja andere Köpfe. Skelettkrieger. Ich bin überladen. Sieht ein bisschen mager aus. Ja, ja. Also wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, das liebe reale Leben hat mich die letzten Tage echt ein wenig sehr ausgebeutet. Unter anderem auch dadurch, dass ich einfach nach Hause kam und mich ins Bett gelegt habe und dann einfach nochmal bis um 9 Uhr abends geschlafen habe. Freund des Kampfes, so war das nicht gedacht. Wow, der Schrein des Kampfes, der knallt hier richtig rein. Das wusste ich gar nicht. Halb sechs morgens aufstehen ist für mich persönlich keine tolle Uhrzeit. Entsprechend bin ich dann, wenn ich nach Hause komme, auch ein wenig, ich möchte jetzt nicht sagen am Arsch, aber so ein bisschen durchgenudelt trifft es schon. Oh, der Wegpunkt, sehr schön. Ja, ich weiß, ich verbrate gerade den Segen, den Schrein, den Schein, den... Was ist das? Ach, eben dieses komische Ding, was wir über dem Schädel haben. Ich bin momentan echt ein bisschen durcheinander wegen Diablo 3. Weil da die Titelungen von den Sachen ein bisschen anders sind, das möchte man mir bitte nicht verübeln. So, Waffen, Wieso schaue ich eigentlich noch nach Waffen? Mal ganz ehrlich. Ich brauche eigentlich eher Rüstung als Waffen. Also keine Angst, ich werde mir das durchaus bei Gelegenheit noch durchlesen. Ich kam echt noch nicht dazu mit den eigenen Waffen erstellen, die dann diesen orangenen Namen haben. Also bitte nicht böse sein. Ist ein bisschen Zeitproblem. Wie viele Tränke haben wir hier unten? Ja, gut, die Tränke, die langen noch. Ferne Oase. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Ah, oh, Schreck. Begleiter, es wäre nett, wenn du das übernimmst. Mein lieber Herr Gesangsverein, hau dir rein. Oh. Also, gar nicht mal wenig. Puh. Fehlt aber noch einer. Ach nee, der hat den Dicken schon platt gemacht. Ich bin überladen. Puhuhuhu. Alter Schwede. Krone. Ja gut, Lord Golain. Und direkt mal identifizieren. Und ich könnte wetten, der Langbogen ist einfach wesentlich besser. Wir hätten eigentlich unsere Begleiterin behalten können. Ja. Ist nicht übel, das Ding. Weg damit. So, Rüstung. Ja, nach wie vor nichts Gescheites. Das ist ein bisschen enttäuschend. Wir sind schließlich im Albtraummodus. Wer kommt dann bitte noch mit einem Helm mit Verteidigung 42? Klar, wir haben 62 und haben Probleme. Das ist so ein bisschen, was ich nicht verstehe. So, das ist mir wirklich ein wenig unerklärlich, warum in dem Spiel hier dann die Items nicht nachgeboostet werden. So, okay. Hier haben wir noch einen. Oh, und der verursacht Feuerschaden. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Plan. Und jetzt geht's los. So, noch eine Runde. Wer hat Lust? Wer will ein Freispiel gewinnen? Nur heute und auch wirklich nur heute für 2,55 Einschlag mitten ins Gesicht. Und den zweiten gibt's nach Bedarf kostenlos. Wer zuerst stirbt, ist schneller tot. Nee, gut, was? Freut mich. Schon die nächsten. Gut, aber wenigstens unser Begleiter kommt hier mittlerweile mit. In der ersten Staffel, Normalmodus, hatten wir ja das Problem an der Stelle, dass die liebe Begleiterin Alicia, ich weiß echt nicht mehr, wie sie hieß, dann sich einfach irgendwo verdünnisiert hat und dann, ja, sie war nicht mehr gesehen.
Und auch du. Und ja, dann fliegt nach Süden. Wow, ziemlich viele... Au, nicht vergiften, du Mistviech.